Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Wir werden heute einen Händler besuchen, der uns hoffentlich, die Rüstung für eine Beerdigung schaffen kann oder vielleicht schon hat und uns verkaufen wird. Mal sehen. Kere. Would you happen to have any Athenian armor in your shop? It's for the Eclesis burial. Timotheos can buy his father's armor back if he likes. Won't be cheap, though. What do you mean? The Eclesis sold me his armor not too long ago. Timotheos said his father's armor was stolen. Well, I have it here and I'm no thief. I also have another set of Athenian armor. Not as nice, but it'll do for the burial. Ist ja interessant, ne? Der hatte Geldnöte, wissen wir ja. 7500. Ich kaufe beide. Warum soll ich denn beide kaufen? Athena Rüstung brauchen wir eigentlich nicht, ne? Aber wir kaufen mal die Rüstung von Diokles. Das ist halt mega teuer. I'll take Diokles' armor. You'll find it in the chest upstairs. Pleasure doing business with you. Da oben. I should be ready to meet Lykinos and Timotheos at the funeral. Na gut. Dann machen wir wohl das, oder sollten wir hier noch irgendwie was in der Nähe erledigen? Ich denke nicht, ne? Haben wir eigentlich alles? Ne, hier hinten fehlt uns noch eine ganze Provinz. Aber ansonsten haben wir das hier schon ganz gut abgehakt, alles. So, ein Pferdchen hätte ich gerne. Time for a ride. Ja, genau so ist es. Zeit für einen kleinen Ausritt. So, da ist auch direkt ein Loch in der Mauer, würde ich sagen, aber nein, hier ist direkt der Friedhof. So, Vorbost, ich mache mich hier drin fest. In diesen kleinen Birken. There you are. Do you have the armor I asked for? I have your father's armor, Timotheos. That's great news. Where did you find it? I went to the merchant in town. The armor wasn't stolen, Timotheos. Your father sold it. That doesn't make any sense. My father wouldn't lie to me. What matters is you got the armor back. Thank you, Mystios, truly. You're welcome. Now I just need an offering of oil for the ceremony. I'll see what I can do. Thank you. It means a lot. I should go dress my father. Er hat nicht mal das Öl alleine besorgen können. Mystios! Any news? I took care of the bandits, Lykinos. Ah, I can breathe easier knowing my pater has been avenged. There's no chance those Malakas had any explanation for their heinous actions. Your father owed the bandit leader Ipatos quite a bit of rachmi. What business could he have had with that scum? What matters is that they've paid for their crimes. Thank you, Cassandra. Now you can focus on mourning. I should probably let Timotheos know about this. If you're staying for the burial, I'm sure an offering of wine would mean a great deal to my pater. Timotheos asked me to pick up oil as well.
Where can I find the offerings? He did? I mean, you should be able to find what we need at the docks. I'll be back soon. An den Docks, ja gut. Oh. Ach Quatsch, soll ich sie einbrechen? Ich dachte, ich kann das Zeug kaufen. Was seid ihr denn für Typen? Okay, dann müssen wir uns hier halt einmal an die Docks schleichen. Das ist bestimmt auch machbar. Oh, da gibt es sogar ein Feuer. Das heißt, es gibt eigentlich nur einen sinnvollen Weg hier rein. Ist das ein echtes Feuer oder ist das nur ein Leuchtfeuer? Also ist das ein... Nee, das ist gar kein Feuer, das Verstärkung ruft. Das brennt schon. Das ist nur ein Leuchtfeuer für die Schiffe. So, dann schauen wir doch mal. The watch will be vigilant here. Ja, glaube ich gar nicht. So, die haben wir auch gleich hier ein bisschen verpackt. Ich meine, ich hätte mich natürlich auch einfach reinschleichen und das Zeug klauen können, aber nö. Ach, jetzt greifen die Zivilisten hier wieder an, oder was? Das ist nicht euer Ernst, Leute. Echt nicht, ich weiß nicht, was die Zivilisten immer haben, warum die es für eine unglaublich gute Idee halten, sich mit einer schwer bewaffneten Söldnerin anzulegen. Oh.
that fighting? Ja, und wie nennst du das, was du da mit diesem Holzgerüst gerade gemacht hast? So, das Öl haben wir schon mal geklaut. Schatz nehmen wir auch gleich mit, wo wir schon mal hier sind. Hier oben gibt es noch ein Rätsel. Gezeitenwechsel. Wenn das Meer dir nicht gewogen ist, dann suche einen Dreizack. Der größte wird dir wird von der Poseidon-Statue in Korinth gehalten. Du findest mich auf seiner Spitze. Ach, da waren wir natürlich schon mal. Hi Leute, ich bin hier, um zu stehen und zu plündern. Man versucht erst gar nicht, mich aufzuhalten. Barnibla, was? Ja, ich hab's euch gesagt. Ja, aber nicht bevor wir hier diese Location abgeschlossen haben. Ach, einen Gefangenen sollen wir noch befreien. Und da hinten habe ich schon gesehen, ein Kopfgeldjäger hat sich auf unsere Fersen geheftet. An unsere Fersen, nicht auf die Fersen. Nee. Lauf! In die Freiheit. Ja, aber jetzt bist du es wieder. Glück gehabt. So, mal sehen, wer das ist. Wir hatten Bären dabei. Ist da was? Finde ich spontan uncool. Na geil. So, der haben wir schon mal ein bisschen Angst gemacht. Ja echt? Na, komm doch her. Oder bleibt da hängen. Bisschen Fallschaden. Schadet bestimmt nichts. Hoch, 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 Cassandra. Nicht ja so lange rumgurken hier. Alidora, die Wilde. Hat jetzt einen kleinen Flug unter mir. Dachte ich. Sie hat ja andere Pläne. So, da haben wir sie. Kalidora hatte schon immer ein Händchen mit Tieren. Ganz Thermopylae, wo sie aufwuchs, scherzte, sie wäre die eine Tochter der Artemis selbst. Sie war eine erfahrene Spurenleserin und ihre treue Begleitung war stets an ihrer Seite. Das ist schön. Das freut mich. So, das haben wir erledigt hier. Sehr hübsch. Kopfgeld, immer noch bei einem Söldnerhelm. Den Bären rauben wir auch aus. Das heißt, rauben wir aus, den weiden wir aus. Da muss er ja ein paar Häute bringen. Und einen Pfeil haben wir wieder bekommen. Ach schön. So, das war also die letzte Station dieser Quest hier, wie es aussieht.
Dann sehen wir das Checkhäkchen. Da bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt bekommen werden. Der Baum ist schon nachgewachsen. Toll. How could you be so stupid? More bloodshed, Lykinos. Pater's death needed vengeance. I took care of it. You took care of it? You really think you will end there? Cassandra, you agree with me, right? Ja, was? Vielleicht haben auch beide recht. Timotheus is right. Provoking the bandits was short-sighted. If I recall, you were less concerned when you were getting paid. Someone else's father probably just died because of you. Then it'll be your head next. You'd like that, wouldn't you? What? No, why would you say that? You've been nothing but cruel to me since I got here. I'm sorry, Lykinos. I just don't want to lose you too. We only have each other now that Pater's gone. We should proceed with the burial. Did you find an offering? I brought you both what you asked for. Then thank you from both of us. I can thank Cassandra myself. I did what I could. I hope your father's journey across the Styx is peaceful. Lykinos, come. We must prepare the altar. In a moment. I'd love to see you once more before you leave town. Please, find me after the ceremony. See you around, Miss Dios. Wir sollten doch eigentlich noch mal mit ihm reden. Ah, wir haben neue Quests bekommen. Scheint auch gar nicht so weit weg zu sein. Berufliche Orientierung. Als Vorwand, um mehr Zeit mit der Adlerfrau zu verbringen, bot Lykinos Cassandra an, ein Abendessen für sie zu kochen und bat sie dafür, einen Hirsch zu jagen. Ja, vielleicht machen wir das mal. Scheint ja ganz spaßig zu sein. Für heute allerdings, Jungs und Mädels, ihr habt es bestimmt schon erraten, war es das schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.